Hallo YouTube, es ist Zeit für ein neues lustiges Unboxing und zwar habe ich hier ein Riesenpaket von My Müsli. Nein, das ist nicht gesponsert, das ist selbst gekauft und ja, ich weiß, wie bescheuert es klingt, Müsli im Internet zu kaufen und das quer durch die Republik zu schicken, nur damit ich hier was zum Auspacken habe. Aber das Interessante bei My Müsli ist, dass man sich sein Müsli individuell zusammenmischt. Stellen kann. Sprich, alles was ihr wollt, das müsst ihr nicht zu Hause basteln. Und das hier ist jetzt einfach mal das Testpaket. Und da ist dann nicht das Standard-Müsli drin, sondern auch direkt das Müsli to go. Ihr könnt ja mal gucken, was wir bekommen. Ein Einkaufsgutschein auf alles bei Mais, Müsli und Kollegen. Werbung. The European Desperator Magazin, okay. Und da sind wir auch schon bei den My Müsli Bechern. Und wie gesagt, es sind nicht die normalen, sondern es ist jetzt hier My Müsli to go. Sprich, ihr habt da direkt euren Becher, einfach Deckel ab, Milch oder Joghurt dazu und loslöffeln. Und wir haben hier sogar ein kleines Sichtfenster, wo wir die Müsli beim Hüpfenzug sehen können. Also, welche Sorten gibt es im Probierpaket? Ich zähle zweimal das Beerenmüsli, dann zweimal Kirschmüsli, zweimal Blaubeermüsli, jetzt wird es interessant für mich, zweimal das Schokomüsli und dann haben wir hier noch vier Einzelsorten, Espresso-Müsli, auch sehr gespannt, Mango-Müsli, das Nussmüsli und das grüne ist noch das Birchermüsli. So, damit sind wir durch. Interessantes Unboxing. Wer jetzt Angst hat, Verpackungsmüll, ja natürlich ist es das auch, aber ich kann euch, wenn es euch etwas beruhigt, der Becher fühlt sich doch sehr dünn an, sodass sich der Papierverbrauch in Grenzen hält wahrscheinlich. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich die Dinge die Tage, die Wochen über zum Einsatz bringe und halt euch dann natürlich auf dem Laufenden. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!